So, liebe Zockerfreunde, willkommen zurück zu Realm of the Mad God. Ich werde jetzt versuchen, meinen lieben Archer zu vernichten. Mal schauen, ob wir das hinkriegen gemeinsam. Es geht darum, dass ich natürlich nur einen Charakter-Slot habe leider und deswegen nicht mehr Charakter stellen kann. Das heißt, ich möchte ja natürlich auch andere Klassen hochspielen und deswegen muss ich jetzt den Archer vernichten. Boah, erstmal eine fette Fehlermeldung abbekommen. Phoenix Reborn. Wo wollen wir da denn hin? Ja, prinzipiell, wo sind die 20er? Hier ist viel los. Yo, hier geht's schon mal ab. Das war die Quest, glaube ich. Sogar, komm her, töte mich. Töte mich, komm, trau dich. Komm, töte mich. Oh mein Gott, wenn man mal sterben will, dann dauert das ewig. Yeah. Zum ersten Mal freue ich mich über einen Tod. Oh mein Gott. Schaut her. Schaut alle her. Total Fame Earned 28. Und einen Bonus bekommen. Wow, ich habe mehr als 25% meiner Schüsse getroffen. Oder irgendwie so. Wow, mit dem tollen Equipment bin ich natürlich unter den Top 5. Locker flockig. Nein, aber jetzt schauen wir uns mal an, welche Klasse wir freigespielt haben. New Character, was haben wir da Schönes? So, da ist der Priest, den ich noch nicht auf Level 20 geschafft habe, und der Rogue. Ich glaube, ich mache mal den Rogue. Der soll ja prinzipiell ein bisschen schwieriger zu spielen sein, also auch zu leveln, weil er hat ja keine Heilung und er hat keine wirklich hohe Range, also keine hohe Reichweite bei den Angriffen. Bin gespannt, wie der Rogue da abschneidet, der Schurke. Für alle, die Englisch nicht so gut können. Ich glaube auch, dass der auch Verstohlenheit und so kann, von dem her. Wow, das ist ja total die Umstellung. Aber naja, was soll's, gehen wir erstmal in den Vault, in die Bank. Da haben wir nämlich einen netten Dagger. Den T0 Dagger ist zwar schön und gut, aber den brauchen wir nicht. Nehmen wir uns da einen schönen. Ein bisschen Defense extra. Was haben wir denn noch? Oh. T8 Rüstung schon. Das ist ein guter Start, nehme ich mal an für meinen Schurken. Ja, ich bin schon gespannt. Ich habe meinen Kumpel zugeschaut. Rakef, glaube ich, war das. Und der hat den einmal gelevelt und hat mit der Leertaste, soweit ich das weiß, sich unsichtbar gemacht, oder? Steht da? Invisible for 3 seconds. Okay. Und der Angriff ist jetzt nicht sonderlich mit der ärgsten Reichweite, aber okay. Kriegen wir schon hin, dafür gibt es da ordentlich Damage. So, Quest complete. Loot gibt es auch für mich mal wieder. Und was passiert, wenn ich jetzt Leertaste drücke? Unsichtbar. Und mich greift keiner an. Interessant. Also der Schurke ist ja standardmäßig, würde ich mal den bezeichnen. Das ist der Banditenanführer. Komm, mach's keinen Schaden. Meine fette Rüstung hier und seine Helferlein genauso wenig. Komm. Level 2. Okay, das wäre die T1 Rüstung gewesen, die brauche ich jetzt nicht. So, da oben. Da oben sind Gegner, aber ich würde. Oh, da ist eine Quest auch. Brauche ich alles nicht. Dann gehen wir mal gemeinsam. Confused mit dem Lego Lagger. Mit. Ist auch ein Priester, glaube ich. Und deswegen wird der mich sicher auch heilen, wenn ich den da auch unterstütze. Quest complete. Level 2. Und Giant Trap, da ist die nächste Quest. Die machen ja überhaupt keinen Schaden. Und das liegt wirklich nur an der Rüstung. Okay, nur an der Rüstung ist gut. Die ist T8, also von dem her. Von dem her sollte mich das nicht wundern. Komm. Aber wie lange ich da brauche, bis der einer down geht? Ich habe den T3-Dagger, das ist jetzt nicht der beste, den es im Spiel gibt. Aber ein bisschen was könnte ich mal ja da schon erwarten. Level up, level up. Komm, Sumo-Ringer, komm. Lass uns Sumo-Ringen. Und komm. Oh mein Gott, er enraged. Engaging Super Mode. Und das war's mit dem. Oh, Mana-Trank. Ist der gerade gestorben? Naja.
So, diesmal, wie gesagt, ohne Train, also habe ich nicht angekündigt, also wer es vielleicht auch weiß, ich bin ja gerade am Umziehen und es gibt ein paar Probleme immer mit sich auch. Mein Laptop ist kaputt, das heißt, ich spiele gerade auf dem von meiner Freundin, was circa dasselbe Modell ist. Und es funktioniert nach ein paar Umständlichkeiten. Kann ich eigentlich weiter angreifen, wenn ich irgendwie spinne? Ja, kann ich, cool. Nach ein paar Umständlichkeiten hier haben wir das auch hingekriegt und... Ja, damit ich jetzt nicht wirklich ganz die nächsten Wochen ohne Episoden dastehe, ist natürlich jetzt nicht so lustig. Komm, was ist mit dir, Hobbit Mage? Oh Gott, wie viele Gegner sind da? Aber PvP gibt's. Wenn ich da nicht ganz ohne Folgen dastehe, ist jetzt nicht wirklich lustig da. Wahrscheinlich für euch, wenn ihr da immer hört, der arme Vetano hat so Umzugsprobleme. Ist mir doch egal, ich will einfach meine Folgen immer haben und gut ist. Aber es ist nicht so einfach. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich da auch in Zukunft ein wenig ein paar, ja, wie soll ich sagen, neue Sachen bringe. Ich habe wirklich, wirklich viele, viele Ideen und bin gespannt, wann ich dazu komme, die mal einzusetzen. Prinzipiell habe ich auch schon den Typen vom Internet angerufen und gesagt, ey Mann, wo ist mein Internet? Das kann nicht zu lange dauern. Und die haben dann gemeint, die haben so viele neue Kunden und so weiter, bla bla bla. Also wirklich nichts Interessantes. Ich in Real of the Mad Squad geht's ordentlich zur Sache. Und ja, da geht schon mal der erste Gegner down und der zweite, dritte. Der vierte Quest complete, Quest nach Quest, noch eine Quest. Boah, wie viele Quests gibt's da? T2, Digger, das ist ja fast so gut wie meiner. Ist das peinlich. Komm, komm. Und der nächste hier, der nächste Bogenschütze wird fertig gemacht, denn ich bin ein Schurke und habe keine Angst vor niemandem. Aber irgendwie, ich habe vorher einmal kurz Invisibility gemacht. Ich kann das nicht mal aussprechen. Und ich reg noch immer Mana hoch, also ist das vielleicht, weil ich keine Weisheit habe. Kein Wisdom. Aber was soll's. Da muss ich halt den Pot schlucken. Kann ja auch nicht wirklich. Oh! New Class Unlocked. Das liest man gerne. Ich weiß nicht mal, welche Klassen es gibt im Real of the Mad Squad. Ich weiß nur die Standardklassen und ein paar mehr. Es gibt ja noch Knight, glaube ich. Es gibt. Boah, wie viele Sachen da drin sind. Es gibt Knight. Es. Muss mal kurz schauen, was da alles drin ist. Oh. Also mein Ring ist auf jeden Fall besser, hat sogar einen Fame-Bonus. Es gibt Knight, es gibt Rogue, es gibt Archer, es gibt Huntress, glaube ich, es gibt Sorcerer, es gibt den Necro. Ich meine, man sieht es eben auch. Assassin, Trickster gibt es auch, da sieht man es eben. Rogue, Archer, Assassin, Huntress, Trickster, Ninja. Yo, also da gibt es wirklich noch genug, was ich noch nicht gespielt habe. Aber irgendwann wird wahrscheinlich auch Realm of the Mad God ein Ende haben und dann suche ich natürlich neue Herausforderungen, sage ich mal. Andere Spiele. Oh mein Gott, ich hau da 5 Jahre lang drauf und der stirbt nicht. Warum dauert das so lange? Ich bin einfach verwöhnt vom Train, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt auch unbesiegbar quasi. Die machen alle nur 1-2 Schaden. Und wo war ich jetzt? Wo bin ich stehen geblieben? Ah genau, nach einer neuen Herausforderung suche ich dann. Und wundert euch nicht, wenn ich dann auf einmal irgendwie was ganz anderes spiele, ich meine. Boah, was ist das für eine 18 EP? Nicht schlecht. Und das war nicht mal eine Quest. Aber irgendwie geht mir das jetzt zu langsam. Wo sind die Gegner? Du musst einmal nur kurz sagen, wo sind... Oh Gott, jetzt war ich blind gerade. Wo sind die Gegner? Und dann kommt gleich wieder die ganze Minimap, die rot ist. Boah, Google, lass mich doch in Frieden. Also wie gesagt... Ich komme irgendwie nie zum Ausreden, weil mich da immer wer angreift, aber ich kann auch nicht einfach stehen bleiben und jetzt einfach nur labern. Das wäre ja langweilig. Walk and talk ist hier angesagt. Komm ja, Krabbe, kannst nix. Komm, komm. So. Oh. Da ist gerade wer gestorben. Schon einmal da ein bisschen weiter runter vielleicht. Wer ist da unten? Mhm. Der wartet auf bessere Zeiten, oder wie darf ich das sehen? Oh, da ist eine Quest. Eine Quest. Also, ich meine, ich traue mich ja gar nichts verraten, weil ich möchte auch vielleicht Sachen machen, die ich noch nicht mal habe. Also Konsolenspiele zum Beispiel. Obwohl ich nicht mal die Konsole habe. Also ich darf nicht zu viel verraten. Aber ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich auf einmal meine PlayStation 3 zulege. Oder was ist jetzt los mit... Was ist los mit dem? Der wird zum Punkt. Ein Werwolf. Beim Kampf gegen Gewölfe bin ich als Schurke natürlich super geeignet und
Ja, aber so viele nicht. Die machen ja schon wirklich viel Schaden, da muss ich ein bisschen aufpassen. 2 EP gegen die, ist das ein Scherz? Was ist das bitte? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Okay. PlayStation 3 ist natürlich nicht billig, dass ich verdiene nichts mit YouTube momentan noch. Vielleicht wird das mal besser, wer weiß. Aber ja, PlayStation 3 kaufen ist auf jeden Fall nicht einfach so, was ich jetzt zum Spaß machen werde, sondern nur, wenn das auch wirklich die Leute wollen. Ja, was für Spiele? Sicher interessant. Ich meine, ich möchte nicht zu viel verraten, aber Heavy Rain zum Beispiel habe ich letztens gesehen bei einem anderen YouTuber. Wahrscheinlich wisst ihr, bei wem. Oh Gott, Happypots, ich will die Truhe haben. Und das war so ein cooles Spiel und ich denke mir, wenn das Spiel allein schon so cool ist, ich glaube, ich könnte da gar nichts dazu erzählen. Und da respawnt schon wieder alles. Ich will jetzt nicht sterben oder so. Was ist da los? Ich hätte gerne einen Flächenzauber oder so. Boah, was war jetzt los? Was ist jetzt passiert, bitte? Was ist bitte jetzt passiert? Ist mein Internet gehangen oder war das irgendwie ganz normal da? Also, Heavy Rain, wie gesagt, das ist ein cooles Spiel. Ich habe da ein bisschen zugeschaut und das schaut einfach so krass aus und ich würde das wirklich gerne spielen. Und habe keine PlayStation 3, deswegen vielleicht werde ich in Zukunft... Ach Gott, hilf mir doch gefälligst hier, das gibt's ja nicht. Und da oben ist schon wieder der Nächste. Das gibt nicht mal gute EP, diese kleinen Noob-Gegner geben fast gar nichts und ich habe da fast keine Trotz mehr. Ist so ein cooles Spiel, Heavy Rain, dass ich mal da weiterkomme. Und jetzt reicht's, aber das kann es nicht wert sein. Und wenn in der Truhe irgendwie ein T7-Dagger drin ist, ist mir das auch egal. Jetzt verschüsse ich mich. So, komm her da. 22 EP. Kugel! Warum machst du nichts, Kugel? Kugel! Kugel! Komm! 5 EP. Na, das war ja mal ein Reinfall. Oh! Geht! Der geht mir auf die Nüsse, hä, wirklich? Was ist mit dir, du komisches Pünktchen? Und da auch die Kleinen, aber die geben, glaube ich, geben gar keine EP, oder wie sehe ich das? Wie darf ich das sehen? Gib! Okay, doch, 12 EP. Wo ist der hin jetzt, bitte? Ah, okay. Ich komme ja gar nicht darauf, wenn das so ein fetter Boss ist. Ich will mal den komischen da. So. So, da ist er, komm ja da. Als nix. Hier. Also ja, wie gesagt, dann, was ich noch gesehen habe, Walking Dead sieht ziemlich cool aus und das würde ich auch gerne spielen, weil es einfach spaßig aussieht. Und was noch zum Beispiel interessant wäre, weiß nicht, ob das euch gefällt, aber ich habe prinzipiell auch World of Warcraft auf einem... Ich gebe es zu, also ich habe es echt gespielt jahrelang und ich habe es auch auf einem Private Server gespielt. Oh, die 5 Rüstung. Und ja, was soll ich sagen? Was ist denn da los mit den Gegnern? Ich pack mein Leben nicht. Komm her, du Werwolf. So, Quest complete. Und hab auf einem Private Server, der Blitz-like ist, nennt man das, einen Untot Magier hochgezogen, noch ein paar andere Klassen. Und das macht wirklich Spaß, das zu spielen, da man auch wirklich schnell leveln kann auf den Servern. Ja, wie legal das ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es geht einfach darum, dass ich auch da spielen könnte, ein bisschen vielleicht PvP machen könnte. Wer auf sowas steht, kann mir das auch gerne sagen. Was noch anzumerken wäre, ist, dass das kein normaler Server ist, also nicht bei den neuesten Add-on oder so, sondern einer der wenigen Server, die noch den Uralt-Patch laufen haben. Vanilla WoW nennt man das, oder Classic WoW, wie auch immer. 10 EP, das ist ja echt erbärmlich hier. Und... Jo, wäre auf jeden Fall auch vielleicht lustig, da vielleicht ab und zu mal ein bisschen PvP zu machen mit chilliger Musik im Hintergrund. Oh mein Gott, ich verschwende hier meine Zeit. Und ich habe noch immer so eine... Du wolltest erstmal gar nicht daherkommen, da du komisches Gespenst. Horn Drake, wo ist denn der? Ist der da unten? Ist der wirklich da unten? Ich kann es ja gar nicht glauben. Drachenjagd mit meinem Schurken. Oh, da ist er auch schon. Und auch ein Schwarm und was weiß ich, was alles noch. Und ich will da nicht drauf gehen. Aber der wird auch nicht bald dort. Oh mein Gott, also Schurke, ich meine, es tut mir wirklich leid, aber Schurke ist ja mal echt lahm. Das ist ja mal so erbärmlich.
der macht ja überhaupt keinen Schaden. Der braucht 3 Jahre, bis irgendwas tot hat. Viel aushalten du da auch nicht. Ich meine, ich halte jetzt viel aus, weil ich... Oh, was ist so kleines Baby, ja? Oh. Ja, was soll ich sagen? Das macht nicht wirklich viel Spaß, den zu spielen, den Schurken. Hm, naja. Naja, dann halt... Schau ich, was nächstes Mal so losgeht. Und verschlüsse mich wieder in den Nexus zurück. Auf jeden Fall könnte man auch immer sagen, wenn ihr irgendwie ein Spiel vielleicht habt, was cool ist. Ich meine, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht spielen, wenn es nicht wirklich auch ein wirklich cooles Spiel ist. Ich meine, Browser Games zum Beispiel spiele ich ja gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall lohnt sich sicher. Und ich würde sagen, Level 10, leider nicht mal geschafft beim ersten Mal. Das war wirklich, wirklich langsam. Schauen wir das nächste Mal, dass das besser wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.